Meine lieben Freunde, was geht ab? Der gute Bladeus ist mal wieder am Start mit einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Schwarze Edition Nuzlocke Challenge. Oh mein Gott! In dem letzten Part hatten wir Stuff gemacht und ein paar Pokémon gefangen, Trainer besiegt, Blagos und keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt offscreen meine Pokémon trainiert. Der gute Pai ist auf Level 14 gestiegen, hat, by the way, die Attacke Wachstum erlernt, was ihn voll groß macht und so. Und ja, also wodurch er sich halt sehr groß fühlt, versteht er wegen Wachstum. Das sollte man eigentlich nicht explizit erklären, aber ich dachte, das wäre eine gute Idee. Des Weiteren ist Sodamark auf Level 11 gestiegen und hat, glaube ich, gar nichts erlernt. Es hat ein beschissenes Wesen, also sein Angriff wird reduziert und seine Spezialverteidigung wird erhöht. Ja, es ist jetzt nicht ganz nutzlos, aber es könnte durchaus besser sein, ne? Na egal. Den Köder habe ich gar nicht angefasst, also ich habe den gar nicht trainiert. Obwohl ich in den Kommentaren gelesen habe, dass ich dies eventuell tun sollte, denn der Köder kann einiges aushalten. Und deshalb sollte man das auf jeden Fall auch mal trainieren. Werde ich vielleicht später nochmal tun. Jetzt auf jeden Fall möchte ich den Chiron besiegen. Chiron. Der Name klingt voll scheiße. Chiron. Oder ist es Charon? Charon. Oh no, it's a Charon again. I need to fight this Charon. Who's that guy? He's totally strange, I swear. Ich hatte diesen Kampf irgendwie voll schwer in Erinnerung. Ich weiß nicht warum. Und, warte, Erinnerung klingt bei mir voll beschissen. Erinnerung klingt voll undeutsch, wenn ich das so sage. Hallo. Ich weiß nicht, warum ich so viel Angst hatte vor diesem Typen. Ich glaube, weil ich diesen Kampf sofort gemacht hatte. Also ich hatte mein Pokémon gar nicht trainiert. Ich dachte, das wäre einfach eine gute Idee, sofort loszustürmen. Und ey, Leute, gleich mal hier austesten. Soll ich so YOLO sein? Ja, komm. Gleich mal Tackle Spam. Alter, ich schwöre, wenn ich das hier verkacke. Haha, wechseln, wechseln, wechseln. Was? Ey, das zieht mir ja gar nichts ab. Herzschlaggarantie. Angreifen. Boom. Der hat eine Beere, der Hurensohn. Boah, ein richtiger Darein ist der Typ. Was? Was? Das hat nichts gebracht. Das bringt dir nichts. Du machst ganz Glut einsetzen. Leute, was ist los mit dem Typen? Der ist voll schwul. Oh mein Gott! Ich bin so minderwertig. Schon das zweite Mal in diesem verkackten Let's Play, wo mein Dingens fast gestorben wäre. Ich bin so ein Draufgänger. Ich bin so wagemutig. Hallo. Der Typ, Alter. Ja, ich beruhige mich mal wieder. Ich glaube, ich traue mir einfach viel zu sehr zu. Kann das sein? Ich glaube schon. Warum habe ich zum Affen gewechselt? Ey, dieser Affe, ey. Warte mal, gleich mal hier Ding in Spam. Los. Boom. Ich will aber nicht den Affen trainieren. Ja, aber ist jetzt auch egal. Los. Alter, das war fucking knapp, ich schwöre. Oh. Ich bin gerade am Schwitzen, by the way. Das liegt zum einen an der Hitze, die gerade in meinem Raum hier herrscht. Und zum zweiten wegen diesem Kampf hier. Also zweitens wegen dem Kampf, hallo. Gutes Deutsch. Alter Schwede, war das fucking knapp. 3 KP! Ich bin so behindert! Ich mach das nie wieder. Ich werde das bestimmt nochmal wiederholen irgendwann. Garantiert, Leute. Glaubt mir das mal. Ey, dieser Bastard. Ey, Volltreffer. Wer findet Volltreffer? Leute! Was ist denn hier los? Alter, war das fucking knapp, ich schwöre. Ich komme einfach nicht drüber hinweg. Das war so fucking knapp. Wie? Also ich arbeite hier als Arenaleiter, aber wer bist du denn? Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches dein Starter-Pokémon ist. Na, welches? Ah, Serpifeu, verstehe. Das tut sich gegen Pokémon des Typs Feuer schwer. Du solltest dir also eine passende Gegenstrategie überlegen. Also, ich erwarte dich drinnen. Das macht gar keinen Sinn. Ich bin der einzige Trainer, der ein Pokémon von dem Professor bekommt. Und das macht allgemein alles keinen Sinn. Stellt euch mal vor, irgendjemand hätte ein Pikachu als Starter-Pokémon. Dann würde diese Arena keinen Sinn mehr machen. Okay, doch.
Doch, dann müsst ihr eigentlich nur Pflanzen, also ja, Pflanzen-Pokémon benutzen. Dann würde das durchaus Sinn machen. Bruder, danke sehr. Tafelwasser ist guter Stoff. Kann ich auf jeden Fall verwenden. Ich glaube, das hält 50 KP wieder auf. Und jetzt habe ich bereits zwei Dinge. Was? Was muss ich hier machen? Achso. Ich habe gar nicht nachgedacht. Ich wollte einfach durchstimmen. Like a Run Master. Das ist das beschissenste Rätsel aus Entenhausen. Was? Achso, hier muss man kämpfen? Ich kann mich an sowas gar nicht mehr erinnern. Ja. Ist jetzt ein bisschen überraschend. Ich dachte, hier würden gar keine Trainer kommen und man könnte sofort zum Arenaleiter hin. Aber anscheinend nicht. Oder eher gesagt, zu den Arenaleitern, denn es sind mehrere. Das macht auch keinen Sinn. So, gleich mal den Affen hier. Warum den Affen? Den Köter kloppen. Hallo. Wie kann man das verwechseln? Das macht keinen Sinn. Mir wurde gesagt, ich sollte den Köter nicht unterschätzen. Aber das tue ich aber, meine lieben Freunde. Ich habe zweimal aber gesagt. Das klingt voll unprofessionell, Bladus. Das klingt voll scheiße, wenn ich genauer darüber nachdenke. So. Genieße das komplette Menü der Arena von Orion City. Ah, kann man essen. Das ist guter Stoff. Gibt es hier Hundefutter? Alter Schwede, gleich mal töten hier. Warte, ich glaube... Nee, Wachstum... Nee, oder soll ich das einsetzen? Ja, ich mach mal. Ich sollte hier nicht wagemutig werden, meine lieben Freunde. Weil vorhin... hat sich das als bisschen krass entpuppt. Oh, 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 das, oh, meine lieben Freunde, das hier werden wir auf jeden Fall ausnutzen, um den Gegner hier scheißen zu tun. Zweimal Silberblick einsetzen sollte auf jeden Fall ausreichen. Speichert Energie weiterhin, das ist auf jeden Fall krasser Stoff. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er das Dingens einsetzt. Aber, um ehrlich zu sein, also ich bin mir gerade unsicher, wer von uns beiden anfangen wird. Deshalb, ich mache nochmal einen Silberblick. Okay. Ich wollte es nicht riskieren, ehrlich gesagt. Deshalb, ich habe lieber nochmal einen Silberblick angesetzt, als dass ich es drauf ankommen lasse. Und wisst ihr Bescheid. So, das Ding ist tot. Was? Ach so. Oh Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Angriff weiterhin erhöht. Mann. Blöde Kacke. Hätte ich Dingens eingesetzt. Wachstum. Ach, Zuschuss. Ja, okay. Ja, mir wurde vor kurzem gesagt, was das bewirkt. Bladius, Mann! Warum spielst du so beschissen? Alter, der Typ ist so wagemutig. Bis zum geht nicht mehr. Ich lasse es wirklich drauf ankommen. Ich schwöre. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, dass Zuschuss eine Attacke ist, die Folgendes bewirkt. Also, irgendeine random Attacke aus dem Team wird ausgewählt und diese wird dann ausgeführt. Klingt sehr random, ist es auch. So, kurz mal Pokémon aufheilen und danach können wir uns schon in den Kampf stürzen. Oder auch nicht, ich habe irgendwie voll Angst vor dem Arenaleiter, weil ich finde die Trainerkämpfe in der Arena waren gerade sehr anspruchsvoll, um ehrlich zu sein. Die sind schon hoch gelevelt und keine Ahnung, ich habe gerade gar nicht mit dieser Levelkurve gerechnet. Ich habe erst vor kurzem mein Level Up erhalten. Das heißt, da kann man nichts mehr dran ändern. Also ich könnte jetzt nicht noch einen weiteren Level Up meinem Pokémon bescheren, weil würde viel zu lange dauern. Und ich glaube, es entwickelt sich auf Level 17 oder so. Ich glaube, oder? Level 17? Level 19? Keine Ahnung. Egal. So. Ich glaube, wir sind jetzt beim Arenaleiter angekommen. Hallo. Willkommen in der Pokémon-Arena von Orion City. Ich bin der feurige Mike, der dir mit seinen Feuer-Pokémon einheizt. Wasser ist mein Element. Colin, der Name. Sehr erfreut. Und ich bin Benny. Mein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zu dritt soll. Lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Typ, wer von uns dreien antritt. Ja, so ist das. Und dein erstes Pokémon war offensichtlich vom Typ Pflanze. Das wäre dann ja geklärt. Ich, Mike, bin also dein Gegner. Gleich wird's brenzlig für dich, Junge. Meine lieben Freunde, das hier wird richtig brenzlig für mich. Es wird voll beschissen ausgehen und so. Glaube ich, keine Ahnung.
Ich bin der Stärkste von den Dreien. Warum bekomme ich wieder diesen französischen Akzent? Das macht keinen Sinn. Und es geht los, der erste Arena-Kampf fängt an. Und der Typ hat einen Köter, das macht keinen Sinn. Oh, Level 12, was? Voll stark das Ding! Gleich mal schwächen, hallo. Alter, ich hab Angst vor dem Köter. Kraftschub! Der Kraftschub! Der Kraftschub! Dieser Bastard! Black Screen! Dieser da rein, Alter! Warte mal. Ich muss aufpassen. Blagus? Warte, Bladius, überleg mal kurz, denk kurz nach, hallo. Ah, ich setz einfach ein, komm. Komm, Hälfte! Hälfte! Nein! Das hätte ihn besiegen sollen, Freunde! Was soll denn das? Dieses Spiel, ich werd's mir kaufen. Ich werd's mir gleich mal kaufen. Was? Oh. Alter, ich hab den Angriff voll gut aufgefangen. Ich bin gerade voll überrascht, dachte, ich würde voll, keine Ahnung, fast alles verlieren. Ey, ich bin gerade richtig aufgeregt. Ich hatte gerade voll Angst. Zweimal Kraftschub. Der Typ, der mogelt doch. Ich schwöre, der mogelt. Alter. Ey, ich dachte, er würde jetzt... Das war voll blöd von ihm. Hätte er Tackle eingesetzt, hätte seine Attacke Dingens bekommen. 40% drauf, wegen Step und so. Alter, war das knapp. Ja, du denkst, das wäre eine gute Idee. Level 14 das Ding. Okay. Bam! Easy Game, Bruder. Hier bekommst du meinen Schlecker zu spüren. Ja, das macht voll nicht viel Damage. Oh, und tot das Ding. Sehr gut. Boah, Leute, das war gerade voll YOLO. Ich hatte voll Angst vor dem Köter. Ey, der Köter hat mir mehr Angst gemacht. Hat mir mehr Angst eingejagt als das andere Vieh. Krasser Stoff. Ja, okay, gib mir jetzt den Arena-Orden. Danke sehr. Leute, es geht spannend zu. Die Kämpfe werden immer intensiver. Und das erste Anfang. Es hat erst begonnen. Wie soll das später aussehen? Ich schwöre, ich werde rumschreien, sobald mein Starter-Pokémon stirbt. Sollte mein Starter-Pokémon sterben, Freunde. Ich werde abgehen. Wie ein fucking Beyblade. Steht er ab? Also, ach, egal. So, raus hier. Kann ich Kraftschub... Warte, was willst du von mir? Ich wusste es. Professor Esche hat mich gebeten, dir und deinen Freunden etwas zu geben. Du folgst mir am besten. Ah, ich komme gern mit dir mit. Können wir sofort ins praktische Geschehen rübergehen. Übergehen, hallo. Ihr wollt also Pokémon in der Einhornregion treffen, nicht wahr? Oh, zur Treppe bitte hier entlang. Ich möchte einfach meine Nuzlocke-Challenge weitermachen. Das wollte ich eigentlich. Ich möchte nicht schlafen. Freunde, die Frau, die wird mir jetzt vom Leben erzählen. Und, oh, okay, das wusste ich nicht. Ich bekomme Zerschneider, das ist guter Stoff. Danke sehr, Frau Traumwelt und so. Irgendwas kann man ja auf jeden Fall machen mit Traum und so. Ich weiß nicht mehr, was es war. Genau, Spielsynchro. Das konnte man machen. Ich habe bis heute immer noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Irgendwas mit dem Internet verbinden und dann irgendwas mit dem GTS. Ne, nicht mit dem GTS, mit dem, oder? Was mit dem GTS? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man da einiges tun, wenn man sich damit befasst, was ich noch nie gemacht habe, weil ich viel zu faul bin. Hallo. So, gleich mal rausgehen. Boah, Leute, das war ein krasser Kampf. Es war voll intensiv und voll spannend und ich hatte voll die Gänsehaut. Krasser Stoff. Es war richtig aufregend. Ich hatte voll Angst bekommen, als dieses Ding da zweimal Kraftschub eingesetzt hat. Wie wäre das ausgegangen, hätte es Tackle eingesetzt? Oder gar Bodycheck? Keine Ahnung, ob es diese Attacke besitzt. Ich glaube eher weniger, aber stellt euch das mal vor, meine lieben Freunde. Stellt euch das bildlich vor. Ich werde mir... Warte mal. Ja, also ich bin jemand, der die ganze Zeit rumgeiert mit dem Geld. Und, okay, wir haben jetzt den Orden bekommen und
jetzt sieht man, dass man mehr Sachen einkaufen kann. Also man hat jetzt eine größere Auswahl an Objekten, die man hier kaufen kann. Paraheiler. Hallo. Gib mir das. Ich werde mir 5 Stück davon kaufen. Weil man wird öfters paralysiert in dem Spiel, das weiß ich. Gegengift ist nicht unbedingt notwendig, aber komm. Oh, das hier ist guter Stoff. 3-mal. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ansonsten, Aufwecker passiert jetzt nicht so oft, aber man weiß ja nie. Ja, Feuerheiler, ne, Eisheiler noch viel weniger, Fluchtseil, ja, das kann man sich ja mal gönnen. Und Superschutz werde ich mir nicht kaufen. Weil ich muss hier wirklich sparsam umgehen mit meinem Geld, weshalb ich darauf achten muss. So, ich glaube, wir können uns jetzt irgendwo hinbegeben. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ist das ein Pikachu? Ich glaube, das soll ein Pikachu symbolisieren oder ein Pikachu darstellen. Ist das ein Anton? Nee, das ist ein Huhn. Glaube ich, oder? Keine Ahnung. Ist auch egal. So, ich glaube, es ist ein fucking Huhn. Das ist ein fucking Pikachu. Ich sag viel zu oft fucking. Das sollte man nicht tun, hallo. Weißt du, was eine technische Maschine ist? Ja, Mann. Oh mein Gott, nicht dein Ernst gerade, oder? Die Wissenschaftlerin Vivian hat vorhin nach dir gesucht. Wie jetzt? Ich war doch gerade bei der Frau. Ach so, geh zur Traumbrache und besorge mir den Traumdunst. Ah, Mann, ich sollte aufpassen, was ich machen muss. Bladeus, was geht ab mit dir? Der Typ, Alter, der geht voll ab. Der geht ab wie ein fucking Beyblade. Ich glaube aber, das werden wir erst im nächsten Part tun, Freunde. Weil wir haben jetzt so einiges erreicht in dem Part. Wir haben Chiron besiegt und den fucking Arena-Leiter. Und in dem nächsten Part werden wir uns dann irgendwo hinbegeben. Keine Ahnung wohin. Werden wir dann höchstwahrscheinlich im nächsten Part sehen. Bis dahin, Leute. Haut rein, wenn es gefallen hat. Daumen nach oben. Ich sage tschüss, danke fürs Zusehen. Euer Bladeus.